evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames, messieurs. Guten Abend, meine Damen und Herren. We present to you today fighting not for money, but fighting for justice, fighting against suffering, and fighting for progress for his people. And it's going to be the beginning of a new history for you and for us. Today we open a new page. You're going to see something very original, politically, religiously, and musically. Lassen Sie uns die Situation mal genauer betrachten. Wie viele Konzerte haben Sie gespielt? Mehr als 100, denke ich. In welcher Zeit? In 4 Jahren. Wo? Deutschland, Frankreich, Schweiz, Niederlande, Italien und Polen. Wie viele CDs haben Sie bei Ihren Konzerten verkauft? Etwa 500. Wie viele über den Vertrieb? Fast nichts. Genau. Das sind 5 Tonträger pro Konzert. In jedem Land haben Sie etwas mehr als 80 Menschen davon überzeugt, Ihre Hand in die Geldbörse zu stecken. Sie wissen, wie viele Länder es auf der Welt gibt? Viele? Mehr als 200, Süße. Warum also lassen wir die Jungs nicht auf der ganzen Welt spielen? Ja, warum nicht? Deshalb. Etwa 16.000 Menschen wären bereit, einen ihrer Tonträger zu kaufen. 16.000 in der ganzen Welt. Das sind 250 mal weniger als unser Topseller, ohne dass wir ihn vermarkten müssten. Noch nicht mal in Südossetien. Worüber reden wir also? Deshalb. No, tutaj mieszkamy i gramy. To jest wszystko, co mamy. Tutaj są instrumenty, sypialnia. Ej, pobudka, niedługo próba! Naszym jest Stadio Bonino. I tutaj jest właśnie kuchnia. Manu, pamiętaj, że to jest twoje kolej, o później nocnik. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da redest. Currently, the intellectually honest musician is one of the species threatened to be wiped off the planet. Ironically, it is also one of the better known and celebrated figures in modern popular culture, and probably the most enigmatic symbol of freedom. That is one of the reasons why the intellectually honest musician is so important. By mobilizing people to save this species, we are helping preserve the birth of new and original musical ideas and unprecedented ways of feeling that need to exist in order for the mental health of modern people to survive. Wir können uns nichts anderes von unserer Arbeit leisten. Spędzamy cały czas grając tutaj i w nocy wychodzimy, by zrobić zapasy. Nie, finché non ci scoprono. Oh, ma voi come avete fatto? Już prawie 2 lata w zamknięciu pracujemy tutaj. Ancora qualche settimana si fa un disco della Madonna. Und dann wird's an dir sein. Derjenige, der 2 Jahre braucht, um das ganze Ding zu verstehen. Problemem są pieniądze. Der Senat von Berlin wollte uns kein Geld geben. Vogliono condannarci a morte. Die geben das Geld denen, die es eh schon haben. Może oni chcą zbudować tu Disneyland dla hipstersów. Welthipstadt Germania. The soulscapes where intellectually honest musicians live are home to a stunning array of mind life such as dwarf blue passions and beautiful multicolored lacs of common places. As well as a number of other endangered visions, including golden snows, shadows of frosted fears, and leaps among the processes of signification. They also play a crucial role in urban areas where they roam by spreading new energies and different points of view and facilitating greater growth of unhypercritical forms of socialization. By making their music and their survival more sustainable, we are also helping to increase the quality of life of local populations. Protecting new music means protecting us all. Musik.
Di tempo. Es braucht Monate, um einen Song auf Höhe zu bringen. Nie liczę z wszystkich pomysłów, które wyrzuciliśmy do kosza, aby zostawić tylko ten najlepszy. Wenn jeder das so machen würde, gäbe es viel weniger Konkurrenz und viel mehr gute Musik. E che c'era il tempo per le pubbliche relazioni? Dort draußen könnte das nächste große Ding herauskommen und sie würden es noch nicht mal mitbekommen. Sie gehen ja abends nicht aus, sie sehen gar nicht mehr, was in den kleinen Clubs gespielt wird. Die Musikgeschichte geht aber weiter. Wir sind nicht daran interessiert, Geschichte zu machen. Unternehmerischer Idealismus ist out. Das ist 20. Jahrhundert. Wir korrigieren die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wissen Sie, wie viel Geld wir verloren haben, als dieser Idiot Cobain sich das Hirn rausgepustet hat? Wir leben in der Krise. Es ist es nicht wert, Zeit und Geld zu verlieren, indem wir hypersensible Freaks in unsere Marketingstrategien pressen und dabei riskieren, dass sie es verbocken, nur weil sie nicht mit dem Stress umgehen können. Wir brauchen Leute, die aus sich heraus eine psychische Widerstandskraft entwickeln, die es ihnen ermöglicht, Teil einer Marketingstrategie zu sein, nahezu unanfällig für Stress und bereit, jeden Preis für den Erfolg zu bezahlen. Aber auf diese Art geht so viel gute Musik verloren. Es ist höchst selten, dass ein Musiker zugleich ein kommerzielles und ein künstlerisches Genie ist. Fast alle werden nie den Weg in ihr Büro finden, nur weil denen die nötigen Fähigkeiten fehlen, die richtigen Kontakte zu knüpfen. Na und? Qualität ist relativ. Vergessen Sie das nicht. Die Erwartungen des Käufers herunterzuschrauben, ist einer der Eckpfeiler unserer Arbeit. Solange wir den gemeinen Käufer an mittelmäßige Produkte gewöhnen können, besteht überhaupt keine Notwendigkeit, die neuen Beatles zu entdecken. Soziale Netzwerke und Smartphones haben ihr Bestes gegeben, Oberflächlichkeit und Kurzlebigkeit zu generieren. Und die kleinen Independent-Labels kümmern sich um den Rest, indem sie die Major nachahmen. Sie scheinen zu glauben, damit Geld zu verdienen. Das ist doch teuflisch. Sie halten so die Kosten für neue Produktionen niedrig, die Absatzraten alter Platten hoch und reduzieren den Wettbewerb auf billige Kopien. Sie sind wohl eine Kennerin, hm? Sie suchen nach neuer Kunst? Wir führen ein Repertoire aus Jahrhunderten, beginnend mit den gregorianischen Chorälen. Suchen Sie sich etwas aus. Unser Repertoire ist so weit gefächert, um gleichzeitig wiederverkäuflich und recycelbar zu sein. Wir machen noch 1-2 Jahre in Electro Swing und dann geht's weiter. What's up? Click hier. Glauben Sie, ich höre mir zu Hause die Sachen an, die ich produziere? Du musst wissen, wie man kommuniziert. Wie schön. Sei cool und die Welt wird dir folgen. Du weißt, ich muss schon das lubit. Kommunizieren. Verstehst du? No, musimy dokonać trzy rzeczy. Przekonać,
przekonać jeszcze bardziej przekonać niż do tej pory. Das ist wie sich zu verlieben. Hä? Gramy coś? Na jofany. Auf der Schönheit reiten und dann runter am Mendicade. Pierogi? Nein, aber... In the last 15 years, we've lost as much as 3/4 of potentially innovative and stunningly beautiful music, which will never more reach our ears. The volume of those lost unknown pleasures, measured by the increasing lack of interest and focus on music in general, has shrunk so fast that scientists say the evolution of music is now in a death spiral. For over 50,000 years, music has been a permanent feature of the human longing for transcendence. Now dirty and fleeting forms of entertainment are causing the disappearance of music, and in the near future it could be radically meaningless and emotionless for the first time in human history. To make a long story short, if you don't give them soon some cash, these guys will die in a cellar. You may ask yourself, who cares? What made it better than other live shows you've seen? I think just how original they are with their different, you know, the different techniques that they use to play. It was just spectacular, the entire show. After you hear their music, you need to kiss someone or hug someone, like high-five someone or have sex or something. Great performers, way different than anything out there. It's awesome. It's amazing. Amazing. Incredible. Keeps getting, takes it higher, takes it another level. It's just such an emotionally charged. Freaking amazing, fantastically orgasmic time. It was so phenomenal. So much energy. It was just awesome. Awesome. Amazing. Awesome. Again, amazing. Second time. Amazing. Amazing. The best show you will ever see in your lifetime. I could definitely see the importance. You know, if you're emerging and you're doing something new and, you know, you're looking for reasons to believe in it, you know, more than what's going on already, you know, or it's quite different. Couldn't be any more different than what was going on. The Somnambulist. Das kann man noch nicht mal aussprechen. Wie soll man so einen Namen verkaufen? Haben Sie sich die Band wenigstens angehört? Sicher. Sehr genau sogar. Ich sehe sie wenigstens einmal im Jahr live in Berlin. Ernsthaft? Sie haben sie wirklich live gesehen? Ich habe mir auch ihre CDs gekauft und sie sogar davon überzeugt, sie mir zum halben Preis zu geben. Augenscheinlich hatten die keine Idee, wer ich war. Was halten Sie also davon? Was ich denke, bei einer solchen Band bleibt nicht viel zu sagen. Und sie wissen, wovon ich rede. Als ich sie das erste Mal sah, da fingen meine Beine an zu tanzen und ich musste mich nach 2 Songs hinsetzen. Das Erstaunlichste war, was auch immer der DJ oder die Band danach gespielt haben, es hörte sich an wie primitives Geschrammel. Eingeschlafene Füße im Vergleich zu dem, was die machen. It was refreshing, you know, because I had sort of by that point was starting to the excess and the girls and the money and you know all those things that. Deshalb wollen sie nicht, dass sie einen Vertrag bekommen. Das ist Blödsinn. Ein Vertrag? Sind Sie irre? Haben Sie mir nicht zugehört? Wie soll ich die Qualität niedrig halten, wenn Zeug wie das auf den Markt kommt? Der ganze Rest würde sich plötzlich öde und fad anhören. Wenn Sie dir Fischstäbchen und Hummer zum selben Preis anbieten, was würden Sie wohl nehmen? Wir wissen doch genau, wie das da draußen auf der Straße läuft. Und gerade deshalb ist es absolut notwendig, dass Bands wie The Somnambulist kommerziell ignoriert werden. The no boundaries sort of appeal that their music has. They're not fitting into anything. It's almost postmodern. It's like apocalyptic modern. We're looking at the end times through this dark, rhythmic, powerful, freeform, conceptual kind of music. We'll be right back.
it's all play what you like kind of thing. You know, listen to everybody else and play what you like. You know, there's room for improvisation a bit around it, but they work very hard on their parts and how they interlock and how they work together. So it's kind of, their writing is not... Powinniśmy być inni. Alles sollte anders sein. Ci vorrebbe un telecomando, se non mi si capisce. Let's go. Enough! Say your real day of birth. May 23rd, 2038. September 24th, 2049. May 29th, 2037. How did you get here? After jamming 9 hours non-stop, we just passed out and woke up here. How did you survive? Going on gigging with our cover band. But it's a fine mess to get gigs here. And at least 50 years are missing for that stuff we do. We came back too soon. I told you that. Shut up! Time travelers, quixotics, or just phonies. And you? It's all a matter of points of view. Let's make an example. Open your wallet. What do you see? Maybe nothing, maybe money. But do you know what they can see inside of your wallet? Generous with yourself and help the Sumbulist. So, the Sumbulist. The Somnambulist. The Somnambulist. Make their next album. You can buy and get in advance one or more copies in your favorite format, together with many other amazing items from the band's merchandising. Get informed about the details of the campaign and click on the caption. Go on Indiegogo. Choose your preferred perk, contribute with PayPal or credit card, and remember. This is not a charity. It's an act of faith in good music. What some is that? And the sea. I've got to be jailed. I've got to. When a rumor is common in the green, I've got to be jailed. Yeah. Take my mask on toilet clean and make someone come put it open.
Die alte Generation Musikproduzenten, das waren Philanthropen und Visionäre, der Zeit immer einen Sprung voraus. Aber heute geht's nicht mehr darum, Musikgeschichte zu schreiben. Das ist schlicht sinnlos. Geschichte existiert nicht mehr. Das Verstreichen der Zeit, alles was passiert, das ist nur eine statische Illusion, wie so eine Schraube, die sich endlos in sich selbst dreht. Die Welt ist eigentlich seit dem 21. Dezember 2012 vorbei. Ich bin etwas erschüttert, dass eine kluge Frau wie Sie das noch nicht realisiert hat.